In Ägypten hat die vom Militär eingesetzte Regierung die Muslimbrüder als Terrororganisation und damit als staatsgefährdend eingestuft. Unmittelbar danach wurden am Donnerstag mindestens 16 Anhänger der Bewegung unter dem Vorwurf der Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung festgenommen. Die Übergangsregierung macht die Muslimbrüder des gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi für einen Selbstmordanschlag auf ein Polizeigebäude im Nildelta verantwortlich. Bei dem Angriff wurden am Dienstag 16 Menschen getötet und etwa 140 weitere verletzt. Zu diesen bekannte sich die aus dem Sinai operierende Islamistengruppe Ansar Ba'id al-Maqdis. Die Muslimbruderschaft selbst verurteilte die Tat. Bei neuen Ausschreitungen am Donnerstag wurde ein Mensch getötet. Das Innenministerium teilte mit, es sei zu Zusammenstößen von Studenten, die für die Muslimbrüder protestierten, und Anwohnern in einem Stadtteil im Nordosten Kairos gekommen. Außerdem detonierte in der Hauptstadt ein Sprengsatz auf einer Verkehrsinsel. Bei dem Anschlag wurden 5 Insassen eines Busses verletzt. Ein weiterer Sprengsatz konnte offiziellen Angaben zufolge entschärft werden. Die Muslimbrüder sind bereits im September verboten worden. Mit der Einordnung als terroristische Vereinigung können die Sicherheitsbehörden jetzt leichter gegen Anhänger vorgehen. Sie können wegen Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe angeklagt werden. Ebenso können Personen belangt werden, die die Organisation finanziell bzw. in Wort oder Schrift unterstützen.